Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Verdammt, Panzerfaust! Behalten Sie die Fenster da im Auge. Infanterie auf 12 Uhr. MG-Feuer eröffnen. Kanone! Da!
Panzern! Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Schönes. Sie rücken vor. Direkt ins Ziel! Das Ziel ist erledigt! Das war's. Die Panzer sind erledigt. Gute Arbeit! Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Verteidigungen zerstören! Artillerie anvisieren! Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant! Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Vollends, Schwarze! Weiter auf das Zielfeuer! Dasselbe mit der anderen. Das war die letzte Artilleriestellung. Anton 1!
sie weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Scheiße, das ist nicht gut. Der macht keinen Mucks mehr. Fahren Sie uns in Deckung. Wir haben nicht viel Zeit. Sherman-Panzer! Unsere Panzerung wird schwächer. Nicht gut! Nicht gut! So schnell es geht! Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Herz, bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant!